Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Da sind es nur Italiano, Naderi, Lieder und Julian Korb, die in der Startaufstellung stehen. Die Alemannia in Gelb-Schwarz von links nach rechts beginnt mit dem Anstoß und dem ersten Angriff Richtung Anton Heinz. Hanrads Kapitän baut auf über rechts und Heinz gewinnt das Duell. Zieht direkt ab, erster Abschluss auf den Kasten von Maximilian Brühl. Beide Optionen. Und das wird jetzt richtig gespannt, ob es die Torwart-Ecke wird oder Jagatai Kader mit Schnitt, aber Marcel Jonen hält. Die hat er bekommen bei der Alemannia, hat das Vertrauen bekommen. Und jetzt zahlt es sich zumindest kurzfristig oder mittelfristig aus. Gut rausgespielt über Bakert und Bapo. Heinz auf links, seifiger Rasen, Ulrich rutscht aus und der ist drin! Das 1:0 für die Alemannia und es ist wohl der Neuzugang aus Düren. Anas Bakert. Man hat echt das Gefühl, als wenn das ein Heimspiel wäre, als wenn hier die Hymne vom Tivoli gespielt wird und die Alemannia führt in einem Heimspiel. Da muss man echt kurz ein, zwei Momente überlegen und denken, ach ja, das stimmt, das ist ja ein Auswärtsspiel. Zeigt ihr bisher einen richtig bemühten, einen richtig befreiten Auftritt. Gladbach schafft es gar nicht aus der eigenen Hälfte zu kommen. Bapo mit der nächsten Möglichkeit. Schwermann sitzt. Stark der Schuss, aber knapp über den Kasten von Maximilian Brühl. Sind dann nicht in der Lage, das zu verteidigen. Das finde ich schon merkwürdig, ehrlich gesagt. Die haben so viel Qualität mit Stoppelkamp, unter anderem da in der Offensive. Anton Heinz! Mit dem ersten richtig guten Abschluss in dieser Partie von ihm und Brühl mal wieder gefordert. Ulrich jetzt mal richtig gute Bewegung. Hugewerf 2 gegen 1 wird es gut spielen. Der muss eigentlich links rauslegen. Auch wieder ein Korb, der war mitgelaufen. Man muss sich in so einer Partie, vor allem gegen Alemannia Aachen, einfach beweisen und immer wieder reinkämpfen. Jetzt Schwermann. Boah, Hanrads wäre fast ein Köpf bereit gewesen. Nächster Versuch wieder die zweite Option über Heinz. Aber der verzieht. Wieder Kapitän Lieder mit Innenverteidiger-Kollege Najar. Aber auch der Ball, der versinkt. Fast im Aus, aber auf der Seite von Nils Winter und der Gegenangriff, der startet schon wieder. Kein Abseits. Anton Heinz alleine gegen Michel Lieder, legt ihn sich vorbei und da ist das Ding drin. Bühne frei für Anton Heinz. Er hat 40 Minuten gebraucht, um richtig aufzutauen. Ich habe es gerade schon gesagt. Und dann ist sein Moment da. Lässt Lieder links liegen und dann schiebt er ein mit seinem schwachen Fuß. Keine Chance für Maximilian Brühl. Vielleicht noch einer für die Fohlenelf. Beide. Bekommt ihn wieder von Naderi. Der bleibt drauf. Flanke ist da. Wird gefährlich. Italiano da im Spiel. Zweite Option über Ulrich. Ja, der kommt gut und Kader ist da! Boah, einmal durchatmen. Und in der Zwischenzeit hat Bocholt verkürzt auf 1:2 gegen die U21 des 1. FC Köln. Aber selbst mit einem Unentschieden, wenn sie noch ein Tor machen würden, würden beide punktgleich oben stehen. Italiano jetzt direkt mal im ersten Privatduell mit Strujic und er legt quer und der wird direkt mal gefährlich nach einer halben Minute.
gekommen. Hier über links kommt er jetzt. Über den linken Flügel. Basti Müller. Und viel Platz für Winter. Gut hinter die Kette gespielt. Backhardt ist das. Dreht sich da einmal drum und muss nur noch reinschieben. 13-0 Alemannia. Die Vorentscheidung. Spitzenreiter über die Tribüne und ich habe es gerade schon mal gesagt, das ist für mich die Vorentscheidung, dreht sich da perfekt um den Gegenspieler herum, bleibt ruhig, bleibt kalt und schiebt einfach ein, hat sie natürlich nur ein, zwei Optionen quer zu legen, aber ein Stürmer oder zumindest ein Angreifer wie der in Form von Anders Backer, der lässt sich den Treffer auch nicht mehr nehmen. Bevor sie sich hier den Gegentreffer einfangen, ich denke auch, Marcel Jon wird froh sein über eine weiße Weste am heutigen Nachmittag. Muss dann nochmal eingreifen. Klasse Körpertäuschung von Wilms. Seine Qualität blitzt direkt auf, verlagert auf rechts. Anton Heinz liegt doch eigentlich gut für ihn. Anton Heinz! Wenn es schon nicht per Freistoß klappt, dann eben aus dem Spiel. Herzlichen Glückwunsch, Anton Heinz. Wieder geht's vor die Kurve, lassen sich da feiern. 4-0 Alemannia Aachen. Schau nochmal drauf. Eigentlich in Unterzahl, legt sich den Perfekt da zurecht und der Aufsetzer ist natürlich tückisch für Maximilian Brüll. Gibt bestimmt noch Tage, wo der den gehalten hat. Marc Brasnitsch wird gleich noch reinkommen, der kann da eigentlich nur glänzen. Den ersten Pfosten, der rutscht durch. Boah. Da hauen sie sich das Ding fast selber rein. Und das in der Regionalliga West. Alle Spiele live auf Sport Total. Dass wir das erleben dürfen, ist natürlich auch eine absolute Ehre. Marc Brasnitsch! Echt immer wieder ein Schmunzler wert. Pfeift ab, ich muss pinkeln. Kommt von einem Alemannen-Fan. Sind ja auch nur noch 2 Minuten, wenn überhaupt 1 Minute. Wenn Schiedsrichter Bramkamp barmherzig ist, vielleicht auch noch mal eine Chance für Marc Brasnitsch. Ja, er macht es! Heißt er nochmal. Nächster Schuss. Wieder von Heißer. Und Bramkamp nimmt dem Ganzen ein Ende. Alemannia Aachen gewinnt mit 4-0 in Mönchengladbach und springt damit, zumindest nach aktuellem Stand, auf Platz Nummer 1 in der Regionalliga West. Das erste Spiel in der Rückrunde. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.